70 Kilogramm. Und da haben wir Husenov aus Aserbaidschan gegen Mohammadi aus dem Iran. Der Iran ja auch immer mit starken Kämpfern durch die Bank. In allen Klassen sind sie recht gut besetzt. Und dieser Mann, Said Morad Mohammadi, der gehört zu den Top-Fightern in dieser Kategorie. Der ist nämlich der Weltmeister des Jahres 2006, Weltmeisterschaftsdritter des Jahres 2005, außerdem der zweite der Asienmeisterschaften von 2006 und in diesem Jahr war er Dritter von Selim Khan Husseinov. Wissen wir nicht allzu viel. Er hat bislang international noch keine allzu großen Erfolge erreichen können. 27 Jahre alt, der Kämpfer aus Aserbaidschan. 1,68 groß. Jetzt für ihn die Möglichkeit, eine Bronzemedaille zu gewinnen. Das ist der Mann aus dem Iran. Nein, das ist der Aserbaidschaner natürlich, der Mann in Rot. Und hier Mohammadi aus dem Iran, 28 Jahre alt, ein Jahr älter als sein Gegner aus Aserbaidschan. Und hier der türkische Mattenleiter, der sich jetzt von der Korrektheit der Kampfanzüge überzeugt und gleich dieses Duell freigeben wird um die zweite Bronzemedaille in der Klasse B, 60 Kilogramm. Der Iraner versucht auch wieder den linken Arm des Aserbaidschaners von sich wegzuhalten, zu verhindern, dass er auch noch oben greifen kann im Nacken. Versucht diesen mit der rechten Hand, mit seiner rechten Hand runterzudrücken, den linken Arm von Husseinov. Bislang gelingt ihm das ganz gut. Jetzt hat der Kämpfer aus Aserbaidschan greifen können, aber gleich wird ihm dieser Arm wieder heruntergerissen vom aggressiven Mohammadi. Erste Minute ist rum. Auch hier erstmal ein vorsichtiges Abtasten der beiden Kämpfer. Immer wieder versucht Mohammadi, den Griff mit dem linken Arm an seinem Nacken zu verhindern. Und versucht selber dann mit rechts durchzugreifen. Auch hier beide Kämpfer relativ defensiv. Mohammadi versucht es jetzt hier ein bisschen halbherzig, von der Seite an seinen Gegner heranzukommen. Jetzt vielleicht hier in dieser Schlussphase noch die Möglichkeit zu einer Wertung, aber das wird nichts mehr. Die ersten zwei Minuten sind rum, also es geht in die Verlängerung und mal sehen, welche Kugel der Kampfrichter zieht. Er zieht die blaue, das heißt, Husseinov muss sein Bein präsentieren. Mohammadi entscheidet sich für das Rechte. Das wird Mohammadi jetzt angreifen, umfassen. Und dann hat er 30 Sekunden, um eine Punktwertung zu machen. Gelingt ihm das nicht, dann bekommt Husseinov eine Wertung. Aber hier gleich der Zweier für Mohammadi. Und damit ist diese Runde rum. Und die geht mit 2:0 an den Kämpfer aus dem Iran. Hier
Der Griff an den rechten Oberschenkel. Und dann geht der rechte Arm auch an den linken, verhindert, dass der Aserbaidschaner nach hinten ausweichen kann. Und so kommt er zu Fall. Zweierwertung für Mohammadi, aber das ist letztens nicht entscheidend, ob es da eine Einser- oder Zweierwertung gibt. Hauptsache, die Runde ist gewonnen. Und die geht an Seymorat Mohammadi aus dem Iran, den Kämpfer in Blau. Also, jetzt muss Huseynov attackieren, muss versuchen, jetzt diese zweite Runde für sich zu entscheiden, ansonsten ist die Bronzemedaille weg. Drücken und ziehen. Mohammadi versucht, seinen Gegner zu beschäftigen. Gut gemacht. Ist da gut herumgekommen, aber der Aserbaidschaner im letzten Moment entgeht er dieser Einserwertung, aber jetzt läuft er Gefahr. Hat sich hier zu Boden bringen lassen und kassiert eine Einserwertung. Gleich noch eine weitere Wertung hinterher. Für Mohammadi, der geht hier mit 13:0 in Führung. Und es sieht nach der Bronzemedaille aus für den Iraner. Jetzt muss Huseynov unbedingt eine Dreierwertung erzielen. Dann hätte er diese Runde gewonnen. Aber das ist natürlich schwer gegen so einen cleveren Mann wie Mohammadi. Ein Mattenfuchs. Der weiß, wie man 3 Punkte über die Zeit bringt, wie man diese verteidigt. Huseynov jetzt mit beiden Händen versucht er, Mohammadi zu kontrollieren, jetzt runterzureißen, hat aber die Chance nicht genutzt, gleich nachzusetzen. Mohammadi schnell wieder auf den Beinen und er wird sich jetzt hier die letzten Sekunden verteidigen. Erholt sich Huseynov zwar nochmal die Einserwertung, aber das wird nicht reichen. 5 Sekunden noch. Das ist zu wenig, um Mohammadi noch gefährden zu können. Keine Zeit mehr, einen Durchdreher anzusetzen, also mit 3:1 geht auch die zweite Runde an Seymorat Mohammadi und damit die Bronzemedaille für den Iraner nach einer guten kämpferischen Leistung. Er kontrollierte Huseynov und gewinnt hier die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen von Peking.